Meine Güte, Alter, echt. Warte einen Tag. Mhm. Komm, wo ist denn jetzt bitte hier schnellster Weg? Wenn wir gerade hier sind, ne? Nehmen wir aber die zwei Fragezeichen mit. Plötze, da unten bist du. Sorry, mein Kumpel, der wollte dich nicht auf dem Bild haben. Ich hätte dich gerne dabei gehabt. Ach, diese guten alten Harpien, ne? Sag mir bitte, das ist nicht auf dem Dach. Natürlich ist es auf dem Dach. Wo denn sonst? Das gute alte Harpien-Nest. Die Harpien haben hier ihr Nest. Traumhaft, oder? Was haben wir hier noch? Mehr Loot. Ach, Sammeleides Notizen. Was ist das denn? Sammeleides Notizen. Vater drängt, dass ich mir beim Abend im Haus helfe. Bei seinem Genörgel werde ich ein Genau-Mechanismus niemals fertigstellen. Selbst wenn ich die Zahlen finde, am Anfang ist jetzt hier mein Liebste. Erliege, Adlige, Adlige, Elise? Im September zu kriegen, dann wollten wir sie einfach stehen. Zwielicht leben. Sicherheit brillant. Ich werde auf einem der umliegenden Berge ein Spiegelsystem installieren, das die Sonnenstrahlen in ihr Anwesen lenken wird. Das war's. Ha, es war alles wert. Die lang durchlernten Nächte in der Bibliothek. Kiste der Arithmetik. Ich möchte mal heute testen. Noch weiter beschwert sich fortlaufen, dass meine neumodische Apparatur nur ein paar Eltern anlocken wird, da dann unser Anwesen vollkacken oder noch schlimmer einen Schwan Harpien. Immer muss es aus allem ein Problem. Scheiße. Ja. Hat wohl Harpien angelockt, ne? Dumm. Aber nicht mein Problem. Da ist übrigens einer dieser Spiegel. Kann ich aber leider nicht kaputt machen. Schade. Sehr, sehr schade. Aber wir haben ein bisschen. Alter, mehr Spiegel. Was macht dieser Typ? Das ist ja unfassbar, wie viele Spiegel der produziert. Ist ja richtige Spiegelmane. Alles abgeschlossen. Ja, komm nicht rein. Ich würde sagen, oh, wir haben ja sogar einen Wegweiser gerade bekommen. Cool. So kann es außen posten. Wir reiten noch da runter. Oder rennen wir gerade schnell rüber? Ich würde sagen, wir rennen schnell rüber. Das ist richtig fix gemacht, das Rüberrennen. Hexer kann das Biest überwinden. Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Nein. Weißt du, diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Groß, trocken. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ein Hellseher. Die Götter seien gepriesen, ein Hellseher. Was ist? Hilfst du mir? Ja. Ich kümmere mich darum. Angesichts der großzügigen Belohnung, die ich voraussehe. Lass mich am Leben. Befolgen wir den mal. So, wir werden jetzt Quen jetzt mal draufklatschen. Schon wieder verloren. Na, eine haben wir noch. Naja, das Gespräch ist, ja. Da ist nichts, aber da kommt scheinbar Licht rein. Aber wir holen uns hier unten unser eigenes Licht mal.
Die gute alte Fackel, ne? Was sind denn hier für Monster drin? Töte die Monster in der Höhle. Was erwartet uns denn hier? Okay, nichts. Ich dachte, hier oben wäre vielleicht noch was. Ach, du bist so einer. Du müsstest doch normal von davon angelockt werden. Du dummes Spiel. Klingel dim dim. Ja. Mann, dummes. Jetzt. Ach, fick. Jetzt ist schon wieder 9 Schläge. Haben wir nicht irgendwo noch so einen kleinen Fuzzi-Gegner? Nein, natürlich nicht. Wäre zu schön. Wäre ja zu schön. Hier komme ich nicht durch. Da. Recht. Oh doch. Wir sind durchgekommen. Wir sind durchgekommen. Nenn uns Meister. Komm. Na, und? Problem gelöst. Der Glumar in der Höhle wird dich nicht mehr belästigen. Superb! Ich habe ein Lagerhaus gewonnen und du meine Dankbarkeit. Ja, 200, das ist nicht so geil. Würdest du mir mal dein Angebot zeigen? Schauen wir doch mal. Bräuchten wir eigentlich noch Futter? Ich glaube erstmal nein. Im Moment ist das vollkommen in Ordnung, was wir hier haben. Bis später. Bis später. Wir sind aggressiv. Halt, halt! Warum denn so wütend? Vielleicht gibt es hier irgendwo noch ein Monster, das man töten könnte. Irgendwas. Nee. Natürlich nicht. Na, gut. Ich hätte vielleicht noch einen Schlag mehr rausholen sollen. Oder, ja, es ist eigentlich 2. Ich hätte ja, 10 Schläge voll haben müssen. Und es mit dem C und dann töten. Voll aufgeladene Waffe. Blöd. Blöd, 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 blöd. Kriegen wir beim nächsten Mal hin. Schauen wir beim nächsten Mal. Aber wir laufen jetzt erstmal zurück in die Stadt. Gut, ein paar Lastgärten, ne? Denn
Wir wollen ja... Lavonia... wollen ja unser Meisterwerk sehen, was wir natürlich fabriziert haben. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ja, ja, Fresse. So. Komm, mal gucken, wo wir hin müssen, ne? Nebenquests. Oh, den haben wir auch noch. Interessant. Aber dann mache ich erstmal den Mann aus Sintra weiter. Porträt des Hexers. Dana. Sag mich, ich komme wieder runter. Alles in Ordnung. Oh nein. Oh, 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 oh. Das war ein sehr, sehr großer Fehler, was ich gerade gemacht habe. Das war ein richtig großer Fehler. Schaffen wir es vielleicht auf das Hausdach? Das ist eine unserer wenigen Überlebenschancen gerade. Ich will erstmal mal mich komplett energielastig auf. Ernsthaft? Scheiße. Ich komm nicht raus. Ich hab mich ins Haus gebackt. Geil. Irgendwie... Ich kann nur versuchen, mich irgendwie hier noch rauszubuggen, aber ich habe das Gefühl, wir hängen fest. Nee, da kommen wir nicht mehr raus. Scheiße. Die letzte automatische Speicherung. Aber der Mann aus Sintra. Das, ich hoffe, das ist das vielleicht Richtige. Ah, schauen wir mal. Es sah aber nach Gärten aus. Ja. Es sah nach Gärten aus. Ach, Himmel, Herrgott, ey. Wieso? Wieso nur? Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ich bin froh, dass unsere gnädige Herrin einen so zuverlässigen Fachmann gerufen hat. Ja, ich auch. Sonst hätte ich dieses ganze Erlebnis nie mit euch gehabt. Alles in Ordnung. Das ist schön. Aber ich will jetzt erstmal hier wieder weg. Lass mich da runter. Le Grand Palace. Also auch immer. Na, Hexer. Say, hab gar nichts gemacht. Kackbratzen. Jen, was machst du denn hier? Das überrascht mich immer wieder, dich zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Schauen wir mal, ob das reicht. Sein. Aber hast du nicht das Turnier gewonnen? Warte einen Tag. Na gut, dann warten wir noch einen Tag. Dann sollte er, glaube ich, fertig sein. Oh, oder so.
Hä? Hallo. Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Es ist gut, aber entspricht nicht gerade meinen Erwartungen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich glaube, ich war angezogen. Ich bin sogar sicher. Und einige andere Sachen stimmen auch nicht. Ich habe dich noch viel schmeichelhafter dargestellt. Das Gemälde hat bereits das Interesse eines großen Publikums erregt. Das sehe ich. Jedenfalls rate ich dir für die Zukunft, deine Modelle über deine Absichten zu informieren. Das nächste Modell ist vielleicht nicht so tolerant. Es gefällt dir nicht. Der Schmerz. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Ja, komm, 10 Bilder. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken. Wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Da habe ich mir auch gedacht. Porträt von Geralt. Sollte 3 ganz bestimmte Farben in der Flagge führen. Rot, Alter, ganz, ich bin so froh, dass ich mich nicht hingelegt habe oder auf dem Pferd saß. Das ist wahrscheinlich noch das Anmutigste, was da war. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber hast du nicht das Turnier gewonnen? Bei der Sorité für Angemessenheit. Welche Kleidung ist das denn von Anna? Habe ich Kleidung von ihr bekommen? Habe ich die vertickt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir machen jetzt mal die optionale Quest. So eine Legekleidung an, die Anna Henrietta bei der Sorité für angemessen hält. Keine Sorge. Gut. Ich würde sagen, mal gucken, ob wir in 4 Minuten noch schaffen. Die Kleidung anlegen können. Wir sollten auf jeden Fall vorher mal meditieren. Ich will einfach ein bisschen Tag haben. Iss, trink, mach weil den es so einfach Gürtel viel locker. Schöner du bist aussieht. Die Toussaint. Warte, jetzt bin ich... Was? Verarsch mich nicht. Ist doch vor mir. Ich bin froh, dass unsere gnädige Herren einen so zuverlässigen Fachmann haben. Ein Hexer. Schneider. Ich glaube, wir sind hier richtig. Danke. Schneider! Schneider? Hallo? Adelslinien des Nordens. Ich kann es nicht lesen gerade. Hat V nicht akzeptiert. Hallo? Sacre bleu! Was für ein Fetzen! Alter! Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Frisch geschneidert. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. Ich bin drin. Wir spielen jetzt nochmal Quint. So. In Stimmung für eine Partie Quint? Quint, Quent, Quint, was auch immer für ein Sund. So, was hatte der? Volltest. Fertiges Gehen. Ja, das finde ich gut. Ich habe auch schon die Quent, den Kill the Service Eintag mitgespielt. Sehr, sehr geil. Macht sich auf jeden Fall sehr gut. Hat aber sehr viele Änderungen drin, die man beachten muss und sich dran gewöhnen muss.